Der Grund, warum Menschen bei uns Fett absaugen können, ist natürlich, weil sie etwas stört. Und weil sie es selber nicht wegbringen. Weil wenn sie es wegbringen würden, durch Diäten oder durch Sport, dann würden sie natürlich nicht zu uns kommen. Viele Menschen fühlen sich einfach nicht wohl, wenn sie beispielsweise eben in einem Kaffee aufstehen und die anderen Leute schauen, wenn sie aufs WC gehen, dann ziehen sie den Pulli drüber und wollen das kaschieren und denken entsprechend, sie sagen dick. Und das ist, sind dann Gedanken, die immer wiederkehren und wo sie, wenn man das einmal aufschreiben würde, zum Beispiel auf einem Blatt, was man da, wo das im Alltag nicht mehr stört, dann gibt es tausend Sachen. Das kann sein, wenn man sich umzieht, das kann sein, wenn man ins Bikini geht, das kann sein, wenn man beim Partner sich nackt auszieht. Es sind ganz viele Facetten, die der Leidensdruck aufbaut, wo man dann schauen muss, wie lösen wir das entsprechend. Jeder Mensch ist individuell, er hat einen individuellen Knochenbau, er hat einen individuellen Muskelbau, Sehnenbau. Und da muss man dann halt schauen, wo geht es, ohne dass man einen Schaden setzt. Das heisst, man kann bei den Männern das Knie beispielsweise absaugen, man kann auch bei den Männern die Brust absaugen, bei den Frauen sollte man das auf keinen Fall machen, auch nicht die Brust aufbauen, das hat ziemlich viel Risiko, wenn man da Eigenfett einspritzt. Man kann natürlich bei den Männern häufig Unterbauch, Oberbauch, Taille, bei den Frauen geht es ein weiterer Bein, aber auch bei den Männern gibt es Männer, die das sehr störende Depots haben, Fettdepots in der Innenzone, wo sie immer ripschen, kann man auch dort entsprechend eine Lösung treffen, aber immer unter der Berücksichtigung von der individuellen Anatomie, sodass keine Schwierigkeiten am Schluss entstehen. Es gibt ganz viele verschiedene Behandlungsmethoden. Die sich aus meiner Sicht mit Abstand am meisten durchgesetzt hat, sind Vibrationsmethoden, wo mit flexiblen Kanülen geschafft wird, sodass der Körper optimal kann gestaltet werden im Liegen und im Stehen. Fettabsaugen steht natürlich darum auch immer wieder in der Kritik, weil es viele Ärzte gibt, die anfangen Fett absaugen und nicht das notwendige Talent haben, nicht das notwendige Instrumentarium, das es eben auch dazu braucht, haben. Das führt natürlich dann dazu, dass sehr schlechte Resultate erzielt werden. Und das spricht sich natürlich entsprechend um. Und ein guter Spezialist, der jeden Tag nichts anderes macht, wie ich das ja seit 15 Jahren mache, kann natürlich mit viel mehr Präzision so eine Silhouette gestalten. Und dann sind auch die Komplikationen natürlich massiv reduziert und so Fälle nicht mehr so häufig, die dann bei den Medien dargelegt werden. Es gibt die Einteilung von Äpfelform und Birnenform, aber das ist ja so eine ganz grobe Einteilung. Weil jeder Mensch ist ja ein Individuum. Und dass die Verteilung von dem Fettgewebe, dass es eher aussieht wie eine Birne oder eben wie ein Äpfel, hat natürlich mit der Genetik einerseits zu tun, aber hat auch mit Ernährungsgewohnheiten zu tun. So, dass bei uns die Leute zuerst kommen, dann dokumentieren wir sie fotodokumentieren, wir messen sie ausmessen und dann machen wir anschliessend eine Lokalanästhesie, machen, wo wir Flüssigkeit einbringen, das ist eine Salzlösung, mit einem Lokalanästhetikum drin. Das braucht seine Zeit, das tun wir lokal in die Zonen, die dann gestaltet werden, einbringen. Anschliessend gibt es eine Pause von einer guten Stunde, dass das gut wirken kann, das Fettgewebe auch modellierbar wird und dann tun wir es nachher mit der Absaugung, mit der Vibrationsmethode gestalten, im Stehen und im Liegen und am Schluss verschliessen und dann eine Kompressionshose anziehen, die dann zwei Wochen getragen werden muss. Die schlaffe Haut ist natürlich ein Problem, das ist aber auch sehr individuell. Die einen haben eine straffere, die anderen eine schlaffere Haut. Bei der schlafferen Haut kann man noch eine Straffung dann anschliessen, ein Skinlifting, wo man tut, quasi wie eine Schürfwunde verursachen unter der Haut, wo sich dann im Laufe der Zeit zusammenzieht, sodass die Haut dann nicht oben runterfällt. Die Risiken, die bestehen, die unterteile ich in medizinische Risiken, ästhetische Risiken. Die medizinische Risiken ist ganz klar, wenn man die Haut eröffnet, hat man ein Infektionsrisiko. Wenn jetzt aber auch zum Beispiel eine Spinalanästhesie gemacht wird, eine Rückenmarksanästhesie oder eine Narkose, hat man natürlich auch die Risiken von der Narkose oder von einer Spinalanästhesie. Darum machen wir es lokal. Die ästhetischen Risiken genau gleich, nämlich Tellenbildungen, Asymmetrien, all das, was man immer wieder auch hört in den Medien, sind enorm reduziert. Es gibt selbstverständlich genetische Faktoren, die eine Rolle spielen, die letztendlich halt dazu führen, dass die oder die andere Verteilungsform von Fett am Körper stattfindet. Es gibt auch Erkrankungen, zum Beispiel, wo die Fettverteilung schwerst gestört ist, wo man dann entsprechend auch beheben kann. Das ist nicht immer ganz einfach, da muss man immer individuell schauen, was man machen kann. Dann gibt es natürlich das Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn wir falsch essen, den Körper nicht bewegen, ihn vergiftet mit falscher Ernährung, Rauchen und Alkohol im Übermaß, dann gibt es logischerweise dann entsprechende Schäden und das Fettgewebe wächst entsprechend und geht aus der Form und logischerweise ist das dann wiederum
selbst verursacht bis zu einem gewissen Grad. Und da gibt es halt die Kombination, weil die Natur ja so vielseitig ist, dass so, dass immer alles ineinander hineinfließt. Und darum muss man auch mit entsprechender Intelligenz an so ein Thema gehen und individuell eine Lösung treffen.